Tag, Servus, Moin, Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und ich habe hier mal wieder 15.000 Teile für den November. Bisschen was ist auch für den Dezember. Einiges hier gelandet, ein bisschen was geshoppt und relativ viel geliefert worden, um vor Weihnachten euch noch ein paar Sachen zu zeigen zu können. Und ja, ihr seht, der Turm ist hoch und hoffentlich stürzt er nicht ein. Ich, Lego machen wir später. Stellen wir mal zur Seite und da fällt schon was. Damn it. Ein Moment, ich tauche kurz ab. Das klang auch ziemlich leer, wie ihr gehört habt. Fangen wir gleich mit an. Ich habe es endlich geschafft, mir zwei Blue Brick Sets mit den neuen Teilen, mit den neuen Figuren zu holen. Das hat ein bisschen gedauert, weil der Shop in München ist vom ersten Stock in den Keller gezogen in dem Ding und dann war zu und dann haben sie ewig keine Lieferung bekommen. Dann kam die Lieferung, dann war ich aber nicht in der Stadt und jetzt habe ich es endlich geschafft. Lieber spät als nie. Da geht es weniger um die Sets natürlich, die Campman Q-Man. Da geht es um, was können die Figuren und wollen Kinder damit spielen und wo sind die vor? Ja, sind sie schön oder nicht? Und so weiter. Schauen wir uns an. Hoffe, da habt ihr Lust drauf. Dann gehen wir es mal durch. Hier, das habe ich bestellt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob bei Afobricks oder Jobob, bei irgendeinem von beiden. Habe ich leider ohne Schachtel bekommen. Ärgert mich fast ein bisschen, dass ich nicht drauf bezahlt habe, um eine dazu zu bekommen. Denn die Schachteln dieser Serie sind wunderschön. Und ich freue mich sehr auf dieses Kader-Set. Da sind jetzt zwei neue aus dieser japanischen Reihe rausgekommen. Eins habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ob das zweite noch irgendwann bei mir landet, wird sich zeigen. Ah, so, das war das. Kader. Mit Kader geht's weiter. Da habe ich euch von... Na, Rasta habe ich euch den Formel 1 sauber gezeigt, Alfa Romeo. Und jetzt... habe ich mir durch Diskussionen auf dem Discord kamen wir dazu, komm, bestell doch den auch noch. Den habe ich mir direkt bei Kader bestellt. Hat 8 Tage jetzt, glaube ich, gedauert und kam mit Schachtel, aber leider ohne mit der Minifigur. Auf der Kader-Webseite gibt es eine Schachtel, wo dort eine Minifigur mit drin ist. Aber leider verschicken sie die anscheinend nicht nach Europa oder in den Westen. Sehr schade, hätte mich gefreut, mal eine Kader-Figur in der Hand zu haben. Denn ich glaube, ich habe noch keine einzige. Das zeige ich euch gleich. Das stelle ich mal zur Seite. Weil da brauche ich den Monitor. Und ihr seht auf der Schachtel schon, da steht Fantasy drauf. Da gibt es auch Neues. Dieses Set wird im Dezember erscheinen. Noch hoffentlich vor Weihnachten. Zeige ich euch dann natürlich auch. Und jetzt im November wird auch von Fantasy Steampunk Sets kommen. Allerdings natürlich nicht beleuchtet. Ich habe mir mal das hier kommen lassen und bin gespannt. Den Funhole habe ich gerade gebaut. Ich weiß nicht, ob er vor diesem Video kam oder nach diesem Video. Aber schauen dann nebeneinander bestimmt ganz nett aus. Wenn man Steampunk mag. Und dann zeige ich euch kurz, was in der anderen japanischen Schachtel noch ist. Da haben wir einmal Lesti und dann noch eine größere Schachtel von Lesti. So, nochmal Lesti. Die haben anscheinend ihren Style geändert, jetzt in schwarz, finde ich schön. Und da zeige ich euch mal kurz, was da drin ist. Das ist nämlich zum einen die Space Shuttle von Asuka T6 in der modifizierten Version von Pixel Dan. Gibt es ein Mock oder beziehungsweise eine Erweiterung zum Lego Set. In dem Fall ist es das komplette Mock, also inklusive der Teile, die auch Lego verwendet. Aber natürlich sind keine Minifiguren mit dabei. Und da bin ich sehr gespannt, denn habe den Lego gebaut. Der ist nett. Aber er ist halt von einer Seite zu betrachten und diese Version ist von beiden Seiten zu, be-
trachten und das finde ich sehr schön. Und sie hat einen Ständer dabei, zeige ich euch, werden wir natürlich auch mal nebeneinander stellen, was da der Unterschied ist. Im nächsten großen Paket ist endlich mal wieder ein Albo Lego oder ein vom Mocker Albo eine Megafigur. Ist das erste Mal eine, wo es keinen offiziellen Kopf von Lego gibt, sondern auch der Kopf von Albo designt ist. Ich freue mich wie immer drauf. Solange die Megafigurenbande wächst, kann ich sehr gut mit umgehen. Gefallen mir sehr gut diese Sets, kann ich auch nur empfehlen. Da kriegt man für das Geld amtliche große Figuren. Ihr kennt die. Was noch kommt, aber leider noch, ja, es kommt morgen oder übermorgen bei mir an und leider habe ich es jetzt zeitlich nicht warten können, weil sonst kann ich nicht bauen, denn ihr habt schon gesehen, das Kaderset, das kleine, habe ich schon gebaut, den Formel 1 Wagen und heute, übermorgen geht's Wochenende los und dann muss ein bisschen was weggeballert werden und ich hoffe, dass dieses Ding noch vor dem Wochenende kommt, 5749 Teile, ich freue mich sehr drauf auf dieses Monster, dann habe ich drei von den T6, kann die dann so nebeneinander hinstellen. Ich habe ein bisschen Angst davor, es ist ein lizenziertes Mock, auch von den gleichen wie, na, von dem hier, von Pixel Dan, der hat auch diese große Version gemacht und ich habe ein bisschen Angst, bei Rebrickable steht dann so herausfordernde Bautechniken, nur was für Profis, manchmal braucht man eine dritte, vierte Hand. Ich bin sehr gespannt und habe ein bisschen Angst davor, 5750 Teile, da ist was geboten, wir gucken es uns natürlich dann an und wird wohl eher Ende November, Anfang Dezember kommen, das gute Stück, denn ihr seht, es ist viel zu bauen da. Was es noch gibt, war, bei Lego gab es ein wunderbares GWP, das ich mir nicht entgehen lassen wollte. Und deswegen habe ich mal wieder zugeschlagen und habe sogar Sets gekauft. Zum Beispiel das hier habt ihr in meinem letzten Haul schon gesehen. Das habe ich jetzt aufgebaut, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Video kommt, deswegen habe ich mir da noch eine zweite Version, um es eingepackt ins Regal zu stellen. Denn das Set wird, glaube ich, jetzt nicht zwingend an Wert verlieren, wenn es rumsteht. Was ich letztes Mal nicht ergattern konnte, aber dieses Mal war das Lama. Freue ich mich sehr drüber. Bleibt erstmal eingepackt. Ich versuche noch ein zweites mir zu holen beim nächsten Möglichkeit, wo man wieder GWPs auffüllen will. Und dann wird auch eins gebaut. Was ich schon gebaut habe und mir deswegen auch ein zweites Mal geholt habe, habe ich die Schachtel jetzt vergessen, ist der Wall-E. Der Wally, die zwei Brickheads, einen habe ich gebaut und habe ich mir jetzt auch nochmal einen verschlossenen geholt, um auf das Geld zu kommen, denn ich musste 100 Euro erreichen und habe mir diesen Helm geholt. War jetzt immer unschlüssig mit mir, ob ich mir alle Helme noch hole, denn die Serie endet ja, dann hätte man so eine abgeschlossene Sache. Aber Leia Bush musste sein und bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher. Der Luke Skywalker Helm gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber eigentlich würde er natürlich irgendwie ganz gut dazu aussehen und so weiter. Wie macht ihr das? Wer hat Helme von euch und wer kann dann damit umgehen, dass er nicht alle hat und sie gehen vom Markt und so weiter? Gerne unten reinschreiben. Ihr wisst, ich bin der Opfer. Krieg der Sterne. Und dann hat das dazu geführt, dass ich dieses wunderschöne GWP, was ich wirklich mit fast 400 Teilen, glaube ich, mich sehr gefreut habe, das ergattert zu haben und fand ich für 100 Euro auch ein mehr als vertretbares GWP, muss ich zugeben. Da fühlt sich dieses Mal, hat das Marketing funktioniert und hat gepasst, auch wenn es keine doppelten WIP-Punkte gab. Und bei Amazon gab es noch den hier für 25 Euro noch was. Da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Ich habe Wally gefunden. Er hat sie unten versteckt, da ist er noch, ihr kennt ihn. Genau, das ist das Haul für November, auch wenn ein Riesenset noch nicht da ist. Aber ihr habt ja gesehen, welches es ist. Da ist einiges zusammengekommen und hoffe, es ist was dabei, was euch gefällt, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr euch aufs Video freut, wo ihr eine Meinung haben wollt, bevor ihr es euch selber kauft. Für mich ist es immer wie Weihnachten, wenn in einer Woche so viele Pakete ankommen. Aber gleichzeitig sitzt man auch davor und weiß, oh, das muss auch irgendjemand klemmen und ab irgendwann ist es auch zeitintensiv. Genau,
Das war der Donnergurgel für heute. Lasst euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.